Glue. Glue ist eine der magischen Zutaten, die aus einem guten Mix einen richtig guten Mix machen können. Also zumindest, wenn man den angesagten Mix-Engineers oder YouTube-Quasselstrippen wie mir Glauben schenken möchte. Bei den meisten Tricks dieser Art geht es dabei entweder um Kompression oder um Parallelkompression. Und weil ich hier natürlich nicht aus der Reihe tanzen will, gilt das auch für den Trick, den ich dir gleich zeigen werde. Naja, zumindest fast und weil eben nur fast, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass du diesen magischer Glue-Trick noch nicht gesehen hast. Jetzt und hier in deinem Recording-Blog. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier in deinem Recording-Blog. Magischer Glue-Trick der Mastering-Profis. Das ist jetzt wirklich nicht übertrieben, denn tatsächlich habe ich mir diesen Trick, oder zumindest das Prinzip hinter diesem Trick, bei niemand geringerem als meinem Freund und Mastering-Engineer Björn Schlüter in seiner Mastering-Masterclass abgeschaut, zu der du übrigens unter diesem Link hier oben oder unter dem Link unten in der Videobeschreibung dir direkt einen Zugang buchen kannst. Reinschauen auf jeden Fall empfohlen. Die Idee ist folgende. Man nehme einen Multiband-Kompressor, komprimiere das Signal über den kompletten Frequenzverlauf in verschiedenen Bändern gleich stark und mische das Ergebnis dann nach Geschmack dem Originalsignal wieder hinzu. Das hat den großen Vorteil, dass sich nicht ein einzelner Kompressor um alle Frequenzen gleichzeitig kümmern muss und da vielleicht zum Beispiel bei zu viel Bass im Mix hauptsächlich darauf reagieren würde. Nein, jeder Frequenzbereich bekommt quasi seinen eigenen kleinen Kompressor und wird damit bei der Arbeit nicht von den anderen Frequenzbereichen aus dem Tritt gebracht. Mastering-Spezialist Björn benutzt dafür das genau darauf spezialisierte Plugin Dyne One von Leapwing, einen smarten, parallelen Multiband-Kompressor, laut Homepage zumindest, der natürlich noch eine ganze Menge mehr drauf hat. Aber wenn du erstens diese 199 Euro für den Spezialkandidaten nicht ausgeben willst und zweitens sowieso schon einen Multiband-Kompressor besitzt, dann probier doch diesen Trick einfach mal bei einem deiner nächsten Mixer aus. Hier nochmal genau zum Mitschreiben. In der Vorbereitung für diesen Trick ist es wichtig sicherzustellen, dass deine Instrumente nicht direkt auf den Hauptbus drauflaufen, sondern auf einen vorgelagerten Bus, damit wir auch die Parallelbearbeitung übermachen können. In meinem Fall ist es ja zum Beispiel so, dass ich hier zwei Busse habe, auf denen auf der einen Seite die Musik zusammengefasst wird und auf der anderen Seite die Vocals. Wie du hier sehen kannst, mein Mucke-Komplett-Bus und den Vox-Komplett-Bus. Jeweils der eine Bus fängt nur die Musik ein, der andere Bus fängt dann nur die Vocals ein und wenn ich die Vocals zum Beispiel auf Mute stelle, dann hören wir nur das Playback und umgekehrt, wenn ich die Mucke auf Mute stelle, dann hören wir nur die Vocals. Das Ganze geht dann zusammen auf dem Bus, wo meine Masterbearbeitung drauf stattfindet. Also ich möchte das jetzt nicht Mastering nennen, aber wo ich es nochmal ein bisschen lecker mache, zusammen glue und laut mache. Das ist dann der Pre-Master-Bus, den du hier siehst. Und weil ich jetzt diese beiden vorgelagerten Busse habe, die quasi zusammen schon meinen Mix ergeben, kann ich von da aus auch per Send parallel nochmal auf einen Bus gehen und der heißt eben Parallel Comp. Die senden hier beide gleich stark an den Bus und der Bus ist hier hinten zu finden und auf diesem Bus siehst du jetzt einen Multiband-Kompressor, von dem ich gerade schon gesprochen habe. Dieser Bus geht übrigens auch auf den Pre-Master, sodass der Vox komplett, der Mucke komplett und der parallel laufende Kompressionsbus, dass die alle auf dem Pre-Master zusammenlaufen. Schauen wir mal auf den Multiband-Kompressor, den ich jetzt hier habe. Ich habe ja gerade gesagt, 5 Bänder brauchen wir. Legen wir die mal direkt an. Das erste Band hier bis, sagen wir mal, 200 Hertz. Dann stellen wir die Range mal direkt hier auf minus 8 ein. Das nächste Band stellen wir hier bis, sagen wir mal, 800 Hertz ein. Haben wir schon genau getroffen. Wow, sehr gut. Und stellen auch hier die Range bis minus 8 dB Kompression ein. Nächstes Band dann von 800 bis 4 Kilohertz. Stellen wir hier mal 4 Kilohertz ein. Und dann machen wir noch ein Band daneben. Das geht dann bis, sagen wir mal, 11 Kilohertz. Auch hier die Range übrigens nicht vergessen, dass sie überall bis minus 8 dB komprimieren kann bei den beiden Bändern. Hier auch bis maximal minus 8 dB. Und dann hier oben drüber noch ein Band, das dann den Bereich oberhalb von 11 kHz bearbeitet. Auch hier die Range bis maximal minus 8. Ich habe jetzt zwar bei allen Bändern bis minus 8 eingestellt, ich möchte aber eigentlich nur so 6 dB in jedem Band komprimieren. Und das geht, indem ich jetzt einfach laufen lasse. Ich stelle mal den Bus hier auf Solo, damit wir den auch hören können, was hier passiert. Und stelle jetzt mit dem Threshold quasi in jedem Band so ein, dass jedes Band so um die minus 6 dB komprimiert, sodass alle gleich stark komprimieren. Und der Trick ist natürlich, dass in jedem Band unterschiedlich viel Energie unterwegs ist. Deswegen muss ich auch für jedes Band einen unterschiedlichen Threshold einstellen. Das machen wir jetzt mal direkt am lebenden Objekt. Los geht's. Allein, dass du da bist, rette mir den Tag. Allein, dass du da bist, mit deiner schönen Art. Und ich wünschte, die Zeit vergehe nie. Friere den Moment ein, denn ich genieße sie.
jetzt haben wir quasi jedes Band so eingestellt mit unterschiedlichen Thresholds, dass in jedem Band um die minus 6 dB komprimiert wird. Die anderen Parameter lasse ich jetzt mal außen vor, der Einfachheit halber. Du kannst damit gerne rumspielen und dich austoben. Aber da wir hier parallel arbeiten, gehe ich jetzt hier mal nicht so ganz ins Detail. Und jetzt ist der Trick, dass wir das Ganze eigentlich nur noch parallel zu unserem Originalmix hinzuschieben. Also Solo aus von unserem parallelen Kompressionsbus, Fader runter und jetzt schieben wir das Nachgeschmack hinzu. Kleiner Disclaimer, es wird dadurch natürlich auch ein bisschen lauter, aber ich hoffe, dass du trotzdem den Unterschied hören kannst, wenn ich auf Mute drücke von unserem parallelen Bus, dass dann alles ein bisschen weniger zusammengeklebt ist, aber achte mal selber drauf. Und wenn es dir nicht leicht fällt, das sofort zu hören, dann spul gleich einfach nochmal zurück und hör dir die Stelle zweimal an. Macht ja auch Sinn. Also schieben wir mal parallel dazu. Allein, dass du da bist. Mal von vorne zum Genießen. Allein, dass du da bist. Rette mir den Tag. Allein, dass du da bist. Mit deiner schönen Art. Und ich wünschte, die Zeit war... Also, fünf Bänder für einen... Hallo Glue da, wenn ich mir den erlauben darf. Und wenn du jetzt noch wissen willst, wie der legendäre New York Compression Trick funktioniert oder vielleicht der Andrew Sheps Rearbass Trick, dann schau als nächstes in diese Videos. Da sehen wir uns. Bis die Tage, mach's gut und Yassou.